Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DIY mit Antonia. Heute geht es, wie ihr bereits sehen könnt, um das Thema Aquarellieren. Ich werde euch heute die Basics des Aquarellierens zeigen, wie man ein bisschen mit Farbe und Wasser spielen kann. Und zum Schluss malen wir gemeinsam eine Wassermelone passend zum Sommer. Zum Aquarellieren braucht ihr besonders dickes und saugfähiges Papier, mindestens 180 Gramm, ich nutze sogar 250 Gramm Papier. Man kann sich entweder einen extra Aquarellpinsel kaufen, aber normalerweise sollte es auch mit guten, normalen Haarpinseln funktionieren. Zu guter Letzt braucht ihr natürlich noch einen Aquarellkasten. Die scheinen auf den ersten Blick etwas teuer, allerdings halten die Farben wirklich lange und mit wenigen Farben kommt man sehr weit, da man sich die anderen Farben einfach zusammenmischen kann. Wenn man möchte, kann man auch so einen Wassertankpinsel nutzen, den man hinten aufzieht und dann den Pinsel nicht immer ins Wasser tunken muss. Für die erste Aquarelltechnik nehmen wir nun etwas Wasser auf den Pinsel und malen damit eine Fläche auf das Papier. Dann nehmen wir nochmals Wasser und jetzt etwas Farbe auf den Pinsel und gehen mit der Farbe von einer Seite her in die Wasserfläche, sodass die Farbe schön mit dem Wasser vermischt wird und verläuft. Wir können dann auch noch mehr Farbe auf den Pinsel nehmen und ihr seht schon, da entsteht ein wundervoller Aquarelleffekt und die Farbe verläuft ganz toll. Für die zweite Technik nehmen wir nun Wasser und gleich von Anfang an Farbe auf dem Pinsel und malen damit eine Fläche auf das Papier. Wenn man merkt, dass sich die Farbe nicht besonders gleichmäßig auf dem Papier verteilt, kann man auch noch Wasser nachnehmen. Jetzt wascht ihr euren Pinsel aus und geht damit dann in eine neue Farbe, nehmt auch ganz viel Wasser mit auf den Pinsel und malt dann diese neue Farbe in den gerade gemalten Fleck, sodass sich die beiden Farben ineinander vermischen. Danach kann man auch noch mit etwas Wasser wieder Farbe herausnehmen und so hellere Stellen erzeugen. Für die dritte Technik nehmt ihr nun viel Wasser und wenig Farbe auf den Pinsel und malt damit auch eine Fläche aus. Danach nehmt ihr ganz viel Wasser und viel Farbe auf den Pinsel und haltet diesen direkt über den Fleck und klopft mit eurem Zeigefinger oben auf den Pinsel, sodass ein paar Tropfen in den gerade gemalten, noch nassen Fleck herunterfallen. Anschließend könnt ihr mit dem Pinsel auch noch ein paar Farbtupfer in den noch nassen Fleck geben. Für die letzte Technik, die ich euch heute zeigen möchte, benötigt ihr ganz normales Salz. Ihr malt zuerst einmal mit viel Farbe einen ganz normalen Fleck auf euer Blatt Papier, der auch noch schön nass sein sollte. Dann nehmt ihr etwas Salz und streut es über den Fleck drüber. Da das Salz etwas vom Wasser aufsaugt, entsteht hier auch ein toller Effekt. Sobald die Farbe getrocknet ist, könnt ihr das Salz ganz einfach vom Blatt herunterwischen. Mit diesem Wissen könnt ihr dann auch schon die verschiedensten Motive malen. Ich zeige euch hier zum Beispiel mal, wie ich Blätter malen würde. Also zuerst nehme ich immer sehr viel Wasser und wenig Farbe und zeichne die groben Umrisse vor und gehe dann in die noch nasse Farbe mit etwas mehr Farbe hinein. So kann man perfekt Schattierungen und Akzente setzen und dieser typische Aquarelleffekt entsteht. Und nun kommen wir auch schon zur Wassermelone. Dazu zeichnet ihr euch erst einmal mit Bleistift die groben Umrisse der Wassermelone vor.
Dann könnt ihr mit dem Pinsel und ganz viel Wasser die Wassermelone zuerst einmal komplett mit Wasser bedecken. Jetzt nehmt ihr immer mal wieder mehr und mal weniger Wasser auf dem Pinsel und füllt damit das gesamte Fruchtfleisch der Wassermelone aus. Die Ränder könnt ihr etwas dunkler machen und in der Mitte könnt ihr etwas mehr Wasser und weniger Farbe nutzen. Besonders schön wird das Bild, wenn ihr mit den Farbverläufen spielt, also wenn Flächen da sind, die etwas kräftiger sind und Flächen, die etwas weniger kräftig sind und das Ganze ineinander schön verläuft. Wie ihr hier bereits sehen könnt, verläuft mir die grüne Farbe der Schale der Wassermelone viel zu weit nach oben. Doch das ist beim Aquarellieren gar kein Problem, denn man kann solche Fehler ganz einfach mit mehr Wasser ausbessern. Nehmt dazu ein Stück Küchenrolle zur Hand und wascht den Pinsel erst einmal aus. Geht dann mit dem sauberen Pinsel über die Fläche, wo ihr keine Farbe haben wollt, und nehmt dann mit dem wässrigen Pinsel die Farbe vom Blatt und wischt es in die Küchenrolle. Dann könnt ihr wieder Wasser auf den Pinsel nehmen und die Farbe herauswischen und auf der Küchenrolle abstreifen. Schließlich könnt ihr auch nochmal mit neuer Farbe nachgehen und so nochmal Akzente setzen. Bevor ihr nun die schwarzen Kerne in die Melone malt, muss die andere Farbe wirklich besonders gut trocken sein, denn die Kerne sollen ja nicht verlaufen, sondern sich gut hervorheben. Wenn euch das Trocknen zu lange dauert, könnt ihr auch mit einem Föhn nachhelfen. Damit wäre unsere Wassermelone auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr habt genauso viel Freude am Aquarellieren wie ich.